Das Boltzmann-Gehirn ist eine unglaublich irrsinnige Theorie. Sie beschreibt, wie unsere gesamte Welt, alles um uns herum, lediglich der Gedanke eines zufällig entstandenen Gehirns sein könnte. Um zu verstehen, wie so etwas möglich ist, müssen wir uns zunächst das Phänomen der Quantenfluktuation anschauen. Auch im Vakuum ist immer Energie vorhanden. Der leere Raum ist nicht vollkommen leer. Man spricht deshalb auch von der Vakuumenergie. Diese Energie unterliegt Schwankungen. Und aus eben dieser Energie kann durch quantenmechanische Effekte auch Materie entstehen. Zufällig, aus dem Nichts. Die Wahrscheinlichkeiten dafür sind extrem gering, aber sie sind vorhanden. Unser beobachtbares All ist viel zu klein und viel zu jung, als dass solch eine spukhafte Bildung jemals stattgefunden hätte. Ist aber ausreichend viel Platz und Zeit vorhanden, wir können uns einfach unendlich viel denken, so geschehen auch die unwahrscheinlichsten Dinge. Solange etwas möglich ist, wird es in unendlich langer Zeitspanne irgendwann geschehen. Nun lässt sich daraus schlussfolgern, in einem unendlich großen und alten Universum kann durch zufällige Schwankungen im Vakuum eine bewusstseinsfähige Materiekonstellation entstanden sein. Also beispielsweise ein Gehirn. Und dieses Gehirn ist es, welches sich die Welt, wie wir sie wahrnehmen, erdacht hat. Möglich wäre es sogar, dass du dieses Boltzmann-Gehirn bist und dir alles ausgedacht hast. Die komplette Vergangenheit, Zukunft, die gesamte Außenwelt, das gesamte Universum könnte ein einziger, wahnsinniger Gedanke von dir sein. Und nichts davon existiert wirklich. Alles davon wäre eine riesige Täuschung. Das Wahnsinnigste an dieser Idee ist, die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Entstehung eines Boltzmann-Gehirns ist um riesige Größenordnungen höher als die Wahrscheinlichkeit für die normale Entstehung intelligenter Beobachter, also zum Beispiel uns Menschen. Roger Penrose von der University of Oxford hat abgeschätzt, dass die Wahrscheinlichkeit für unser Universum, so wie es ist, nur 1 zu 10 hoch 10 hoch 123 beträgt. Diese doppelte Hochzahl ist so groß, dass sie schwer vorstellbar ist. Um diese Zahl auszuschreiben, bräuchte es mehr Blätter Papier, als im gesamten beobachtbaren Universum Platz hätten. Im Vergleich dazu ist die Wahrscheinlichkeit für eine kurzlebige kosmische Einbildung ziemlich groß. Zwischen vielleicht 1 zu 10 hoch 10 hoch 21 für einen bewussten, kleinstmöglichen Computer und 1 zu 10 hoch 10 hoch 51 bis 1 zu 10 hoch 10 hoch 70 für ein Boltzmann-Gehirn. Auch diese Zahlen sind astronomisch groß, aber verglichen mit 1 zu 10 hoch 10 hoch 123 geradezu mickrig. Die Multiversentheorie ist die einzige, die diese Wahrscheinlichkeiten relativieren könnte. Bei dieser Theorie ist unser Universum nur eines von vielen und bildet nur eine kleine Blase in einem riesigen Kosmos. In diesem Szenario wäre es viel wahrscheinlicher, dass sich lebensfreundliche Universen mit typischen Beobachtern bilden, als Boltzmann-Gehirne. Laut dieser Theorie von unendlich vielen Universen hätte jeder von uns allerdings unendlich viele Doppelgänger. Wie viele andere Theorien zur Beschaffenheit unserer Wirklichkeit hat auch die des Boltzmann-Gehirns wenig Alltagsrelevanz und lässt sich mit bisherigen Methoden nicht einmal ansatzweise überprüfen. Aber was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt das doch gern mal in die Kommentare. Und wenn ihr euch für Erkenntnistheorie allgemein interessiert, dann schaut euch doch gerne mein Video dazu an. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und seid achtsam.